Willkommen zurück in Ohlshausen. Thomas wieder hier und wir haben im letzten Video das Problem gehabt, dass wir nicht mehr wussten oder ich nicht mehr wusste, was in der Schublade drin ist. Das lösen wir jetzt gleich mal, indem wir sie beschriften. Dafür fangen wir an und entnehmen den Beschriftungsstreifen aus der Schublade vorne. Ja, und schreiben drauf, was drin ist. Gut, was ist drin? Wir haben Schrauben. Ja, eigentlich sind nicht nur Schrauben drin, eigentlich ist es Montagematerial. Ah, ist aber kein Problem. Garant-Grid-Line, die Anlegestreifen sind wieder abwischbar. Das bedeutet, ich gehe hierher, bisschen nasser Schwamm, einfach abwischen. So, wie neu. Und dann können wir natürlich nochmal richtig beschriften. Material. So, und jetzt haben wir unsere Beschriftung fertig. Dann kann ich das nachher einsetzen, dann wissen wir auch, was drin ist. Das nächste Mal zeige ich euch, wie wir unsere Werkbänke mobil machen, das heißt fahrbar, einfach systematisch gut. Bis dahin.